So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich habe es ja schon angekündigt auf der Seite und ich freue mich diesmal ganz, ganz, ganz besonders auf das Spiel. Ja, wie ihr jetzt schon im Hintergrund sehen könnt, es geht um einen großartigen Titel aus deutschem Hause von Piranha Bytes aus dem Jahr 2001, Gothic 1. Ein großartiges Spiel. Das soll der Beginn sein meiner Piranha-Reihe. Ich sage ganz bewusst Piranha-Reihe, weil es einige Titel gibt, die den gleichen Namen tragen, die mir nicht ganz so gut gefallen. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt ins Spiel und sehen uns nach dem großartigen Intro dann sofort wieder. Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen, bis auf einen. Mit den Orks forderte seinen Tribut und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinnis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinnis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtat. Gefangener, ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht! Lasst ihn in Ruhe! Macht, dass ihr wegkommt! Steh auf! Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Ja, ihr habt gesehen, es geht hart her hier in der Minenkolonie. Wir sind der namenlose Held, wurden gerade reingeworfen und haben natürlich sofort eins auf die Nase bekommen. Das werdet ihr auch merken in diesem Spiel. Die ganze Welt ist sehr, sehr authentisch. Man ist nun mal zusammen mit einer Menge krimineller Gefangener in dieser Kolonie. Und wenn man an irgendeiner Stelle mal seinen Mund falsch aufmacht, dann ja, dann kann es schon gut sein, dass man hier mal zusammengeschlagen wird. Also diese ganze Welt ist sehr, sehr authentisch und deshalb müssen wir uns
auch sehr in Acht nehmen. Zum Beispiel werden wir ihm jetzt gleich nicht erzählen, dass wir einen Brief vom obersten Feuermagier haben. Ich würde sagen, wir werden das erstmal für uns behalten. Und ja, fragen ihn erstmal ein wenig mehr über den Ort an sich aus. Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Aha, aha. So, und wie kommen wir dann zu diesem alten Lager? Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Aha, Wahnsinn also. Und wo kriege ich eine Waffe her? Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Ja, warum hast du mir denn geholfen, Diego? Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullitt und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullitt und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. So, so. Wo ist denn dieser Bullitt eigentlich jetzt? Wo ist dieser Bullitt jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ja, ich muss ja sagen, eigentlich scheint der Diego ja ganz vertrauenswürdig zu sein. Fragen wir ihn denn doch einfach mal über den Brief aus für den obersten Feuermagier. Mal schauen. Und zur Not ballen wir die Fäuste und ja, verteidigen uns. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Ja, wer ist denn dieser Gomez eigentlich? Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Und wie kann ich mich seinen Leuten anschließen? Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Taurus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Nun gut, Diego, dann mach's mal gut und wir machen uns auf die Socken. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Ja, da geht Kapitel 1, die Welt der Verurteilten, gleich los. Das Spiel ist in Kapitel unterteilt und ja, wie ihr seht, wir noch ganz schmächtig, ohne Rüstung, ohne Waffe, sammeln uns jetzt hier erstmal unsere ersten Gegenstände. Das hier ist gerade der Ort, wo wir runtergeworfen wurden. Ja, die Welt ist wie gesagt super authentisch, das Spiel, das lebt von den Dialogen, deshalb werden wir uns die auch ganz anhören. Oh, hier fangen wir gerade an zu britzeln. Das ist eben Teil der Story, also diese Magier haben halt eine magische Barriere um das ganze Minental gelegt und wenn man die halt verlässt, dann, ja, dann stirbt man halt. Wenn man sie aber quasi, wenn man reinfällt, dann ist das in Ordnung und so werden halt die ganzen Gefangenen hier in der Kolonie gehalten und ja, deshalb ist hier halt auch das ganze Gesocks von Corinnes. Da oben sind zwei Gardisten, mit denen werden wir gleich mal reden. Normalerweise ist das so, dass man mit Charakteren, die einen richtigen Namen haben, durchaus interessante Gespräche führen kann. Mit anderen wiederum nicht. Also er hier wird sicherlich nie so viel zu sagen haben, aber Olle Ori, der eventuell schon. Deshalb legen wir mal los. Was machst du hier?
Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja, das haben wir schon gemacht und wir wurden auch schon auf alle Gefahren hingewiesen. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. So, warum sollten wir uns von den neuen Lagertypen in Acht nehmen? Ja, fragen wir das erstmal. Warum sollte ich mich von dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Ist das besser? Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. So. Ja, ich würde sagen, wir begleichen gleich mal unsere alte Rechnung. Zumindest fragen wir uns mal weiter durch zu diesem Typen, zu diesem Bullet, damit wir dem möglichst schnell das heimzahlen können, was er uns angetan hat. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Schutzgeld. Ja, sie haben eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ja, gut, dann fragen wir ihn noch nach einer Waffe aus. Vielleicht hat er ja was für uns. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Gut, dann danke für die Tipps, ne? Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Na klar, werden wir schon schaffen. Wir werden natürlich auch hier überall entlang der Wege schauen, dass wir auch ja nichts vergessen. So, hier springen wir mal runter. Genau, und es gibt auch ein ausgeprägtes Jagdsystem und Sammelsystem. Also es gibt ganz, ganz viele Pflanzen, die man kriegen kann. Es gibt Alchemie, man kann sich Tränke brauen. Und vor allem kann man ja auch kleine Fleischschwanzen kaputt hauen, was allerdings nicht sehr leicht ist, wie ihr schon gesehen habt. Ja, und schaut mal hier, super authentisch. Einfach mal so zwei Skelette, die hier am Wegrand liegen. Krabbeln diese kleinen Fleischschwanzen rum. Die weiden natürlich auch gleich aus. Die haben einmal Wanzenfleisch, das gibt 6 Lebensenergie. Und ist ansonsten, nur lecker. Hier noch ein paar Waldbeeren, die man pflücken kann. Und da seht ihr das schon mal. Hier so irgendwie so ein Banditenverschlag mit einer Truhe und... Und hier, da hängen dann so die gejagten Vögel dran. Also ist alles sehr authentisch. So würde ich mir das auch vorstellen in der Fantasy-Welt. Hier liegt ein Becher rum. Eine Truhe, die werden wir auch gleich mal plündern. Die ist glücklicherweise offen. Was finden wir? Wir finden Bier. Bier auch sehr wichtig in der Welt. Damit kann man sich ab und an natürlich auch mal Freunde schaffen. Münzen selbst werden wir noch kennenlernen. Die sind eigentlich gar nichts wert. Pfeile, Fackeln und einen Dietrich haben wir hier gefunden. Dietrich brauchen wir natürlich auch, falls wir mal eine verschlossene Truhe vorfinden. Ja, und... Oh, den Typen, den hat's wohl schon vor längerer Zeit zerlegt. Und hier kommen wir also auch zur alten Mine.